12 Bücher, piss dich. Die hole ich dir natürlich. So, zum Glück haben wir ja hier den schönen Service, den wir brauchen. Wenn ich den nicht hätte, da hätte ich jetzt herzlich gerne drauf verzichtet, aber wenn schon mal da ist. So. Jetzt. Vielleicht muss ich ja in ihm drinstehen. Dann geht er eine tiefere Bindung zu mir ein. Ach so, jetzt will er nur noch 11 Bücher oder was? Ich warte mal. Doch, vorher wollte er 12, weil ich hatte 21 und 9 übrig. Und von daher wäre es nur logisch, wenn ich jetzt 2 Leder bräuchte. Die hole ich dir natürlich. Aber da brauche ich erstmal eine dumme Kuh. Ey, da oben, was ist denn da los? Der Berg hier erinnert mich an Staffel 4. So. Fragst dich nur, warum das hier so direkt übergeht. Das geht doch eigentlich gar nicht. Ich verstehe das nicht. Das ist bestimmt irgendein Bug. Ein Fehler in der Matrix. Wie so oft. So. Ich könnte natürlich auch mal eine Runde singen. Aber warum sollte ich singen? Ich weiß nicht, was mich dazu treiben sollte. So, ich will ja auch nicht die Inneneinrichtung zerstören, so bin ich ja nicht. Aber was ich gerne mal essen würde, ist ein rohes Hühnchen und dabei vergiftet werden. Okay, ich bin nicht vergiftet. Dein Glück. Was machst denn du hier, hä? Beobachtest die Schweine, hä? Hält sich wohl vor schlau, ey. Warte, ich lösch dich. Nein, bleib hier. Ich lösch dich. Guck mal, ich hab dich gelöscht, ne? Mir hast du dein Leben zu verdanken. Nö, jetzt brauchst du gar nicht so rumzurennen. Jetzt will ich hier immer billiger haben. Ja, sei froh, dass ich dich jetzt nicht getroffen habe. Hast bestimmt nur noch ein halbes Herz, hä? So, komm, gönnen wir denen mal ein bisschen Privatsphäre. So, da kommen sie nicht mehr raus. Da kommen nur noch die Kinder raus. Und die können jetzt da drin schön produzieren. Und die Kinder können dann hier frei rumlaufen. Zumindest so lange, bis ich die auch da einsperre in solche Häuser. Und so vermehren wir die Dorfbewohner bis auf 7 Milliarden. Und ja, dann mal schauen. Da ist bestimmt einer dabei, der ein gutes Angebot hat. Und alle anderen werden gebraten. Durch mein Schwert. Was ich dann durch die Diamanten repariere, die ich von den Kollegen, von denen dann erkaufe. So, ich rede wieder einen Bullshit. Ich sollte zu Bullshit TV wechseln, aber leider bin ich ein viel zu kleiner YouTuber, um dahin zu kommen. So, vielleicht sollte ich auch mal F3 ausmachen, vielleicht werde ich ja dann ein größerer YouTuber, wer weiß das. Und da haben wir eine Mine. Ja, man sollte ja schon alles probieren, um ein großer YouTuber zu werden. Da kann man auch mal F3 ausmachen oder sein Diamantschwert opfern, dem Kaktus. Aber das mache ich jetzt lieber nicht. Weil dann werde ich ein kleinerer YouTuber, weil dann alle mich haten und schlimme Kommentare schreiben würden und meinen Kanal melden, disliken, deabonnieren. Halt die Sachen, die man so macht, ne? Wenn jemand sein Diamantschwert in den Kaktus wirft. Es ist auch total nachvollziehbar und... Ach, guck mal. Was haben wir denn da Schönes? Ach, jetzt sag nicht, ich springe auf den Kaktus. Es war so klar. Ich kann das ja nicht kontrollieren, weißt du? Das ist ja das Schlimme. So. Hier, Dings drüber, da... Muss der Creeper zweimal springen, wenn er runterkommt. So, Samen rein. Seerosenblätter nehme ich natürlich mit, das war ja die eigentliche Mission.
Glatter Sandstein. Noch mehr glatter Sandstein. TNT. Gold. Diamant, eine Pferderüstung. Könnte ich auch mal mitnehmen. Aber bringt mir eigentlich herzlich wenig. Muss ich ja dann gestehen. So. Okay. Ich lasse natürlich ein paar Anzeichen da, dass ich hier schon mal war. Das muss man ja eigentlich so machen, damit man sich nicht später wundert. Komm, da noch eine hin. Jetzt friss doch endlich mal ein bisschen mehr. Kannst du nicht immer in einer Nanominute, in einer Nanosekunde Hunger haben. Vor allem Nanominute. Wie komme ich auf sowas? Ja, genau, erstmal Schaden kriegen. Wer sowas sagt, der ist wirklich geisteskrank. Geile Blöcke hier. Ach man. So, ich frage mich nur, welche Version das hier war. Ob das unsere alte Map ist oder unsere neue. Keine Ahnung. Es ist eine neue. Na super. Da haben wir Pferde. So. Ach Mensch, Leute. Ich laufe einfach mal im F1-Modus. Da fällt Gold vom Himmel, geil. Hier ist bestimmt ein besonderer Ort. Guck mal nochmal. Alter, da fällt Gold vom Himmel. Woher kommt denn das? Das muss ich ja mal sehen. Geil, Gold! Und da eine Spitzhacke, guck mal. Alter, das ist ja großzügig. Dankeschön. Und ein Wassereimer, geil. Was sie mir alles schenken. Mann, Mann, Mann. Hör, was? Die schenken mir schon wieder Dinge. Guck mal hier. Hier liegt ja alles rum. Was schenken die mir nur alles? Das ist ja suspekt. Ja, Leute, Mai. Ich denk mal, wir sind am richtigen Platz angekommen, ne? So, warte, jetzt müssen wir was essen. Ach, das war's Richtige. Jetzt friss schneller. Kackt schon nicht ein. Dass man mal an diesen Ecken hängen bleibt, ne? Könnte ich glatt eine Kartoffel von oben runterfallen lassen. Obwohl, das mache ja nicht ich, das machen ja die Götter. Also Notch. Notch, Jeb. Wie heißen die alle? Dinner bauen. Ich weiß gar nicht, wer noch. Search. So, guck mal, hier ist sogar ein Bett runtergefallen. Ey, wer hätte das gedacht? Ich trinke mal was. Hallöchen, Popöchen. So, das Bett lasse ich einfach mal stehen, damit wir hier wieder spawnen, wenn wir sterben. Mitten in der Pampa.
Auch wenn das ein fataler Fehler war, aber juckt mich nicht. Kann auch hier die Blumen mitnehmen. Ach komm, die brauche ich nicht. Wo sind sie? Nein, nicht sterben. Aber wenn keine Herzen angezeigt werden, dann können sie auch nicht abgezogen werden. Eigentlich ja nicht. Aber werden sie natürlich. Wer hätte es hier gedacht? So, keine Ahnung, was wir heute wieder mit mir los. Ich bin ein bisschen abgedreht. Liegt vielleicht daran, dass ich vielleicht ein bisschen abgedreht bin. Aber das kriegen wir schon wieder in den Griff, wenn ihr mir da helft. Ihr müsst mich nämlich einfach nur abonnieren. Dann geht's den Leuten wieder gut. Und alle sind zufrieden. Also einfach mal unten auf den schönen roten Knopf drücken. Wenn er dann in einem Jahr noch rot ist. Vielleicht ist er dann blau oder grün. Was weiß ich. Ja. Und dann kriege ich nämlich wieder Selbstbewusstsein. Und denke mir, ja. Ja, du hast ja Erfolg. Da könntest du ja vielleicht auch mal ein paar deiner Macken ablegen. Und das werde ich dann natürlich tun, weil auf mich selber höre ich ja immer am besten, weil ich einfach so selbstverliebt bin und nur auf mich selber hören kann. So. Ich sag's ja immer wieder. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Ich glaube, ich laufe dem Tod entgegen. Gleich kommt hier Mephisto aus Sims und nimmt mich mit der Sense. Mephisto Schauder. Ja, ja, meine Freunde, ich habe früher mal Sims gezockt. Ach, guck mal, was sind da? Da war ich bestimmt noch nicht drin, ha? Warte mal, da muss ich mal rein. Was ist denn da? Will ich doch gleich mal testen. Warte, ich brauche Blöcke zum Hochbauen. Ne, komm, warte mal, das baue ich mal mit der Hand ab. Das geht ja ganz gut. So, hier einfach mal einen Block hingesetzt. Und dann, ja, ich weiß nicht. Kann man ja mal einen Knopf machen. Guck mal, die müssen ja auch geehrt werden. Ich meine, sowas hatten wir ja noch nie. Oh, was ist denn da jetzt passiert? Ja, schade! Wer hätte es hier gedacht, dass ich so drauf bin? Was passiert denn hier nur? Ich habe echt keine Ahnung, wow. So, wie sieht's da jetzt aus? Ach, geil. Wenigstens haben wir die Fackel wieder. Liegen dort die Items noch von der Kiste? Das will ich aber jetzt mal wissen. So. Oh, Flint, komm, den darf ich nicht... Da werf ich 5 Smaragde weg. Nein. Ich mag ja Flint, aber so weit geht's dann auch nicht. So, das glatter Sandstein oder so, ne? Und wo geht's jetzt raus? Ich glaube da oben. Ach komm, ich verschwende doch keinen TNT. So, oh, orangene Wolle. Die brauche ich ja unbedingt. Kann ich mir hier einen Kaktusstift bauen? Und auf einmal weiß ich ja wieder, wo ich hin muss. Ich muss die Aufnahme gleich beenden. Na gut, ein bisschen Zeit habe ich noch. Eine Folge zocker. Haben jetzt 2 Folgen wieder nur Scheiße gemacht.
Sorry dafür, aber ich habe keine Ideen mehr, was ich in dieser Staffel noch Produktives machen soll. Deswegen, ach, guck mal, da fallen Sachen vom. Ach nee, so kommt das nicht so gut. Ey, guck mal! Ey, da fällt seinen Sachen vom Himmel. Was ist da los? Guck mal, da ist eine Schlucht. Ist ja lecker. Dass ich ständig irgendwo Fallschaden erleide, ist auch ein bisschen eine Qual. Natürlich auch hier vorm Rechner, da merke ich das nämlich auch. Nämlich die Schmerzen, die ich im Spiel habe, werden über einen speziellen Helm auf mich projiziert. Deswegen habt Nachsehen, wenn ich dann auf einmal, wenn ich hier von vier Blöcken runterspringe und ein halbes Herz wegkriege, dass ich dann hier einfach mal einen Herzinfarkt kriege. Weil das, der Helm verstärkt die Ingame-Schmerzen um 7 Milliarden Prozent. Heißt also, wenn ich hier von der Fliege angefurzt werde, denke ich in echt, das ist ein riesiger Tornado, der mein Gesicht wegfetzt. Und ja, danach ist mein Gesicht dann tatsächlich irgendwie weg. Da muss ich mir dann neues kaufen. Und das ist ja bekanntlicherweise nicht gerade billig. So. Aua, aua. Alter, das hat so weh getan gerade.